Okay, vielen Dank, Onkel. Komme ich da jetzt oben eigentlich schon rein? Ich weiß es nicht. Probieren wir es. So, hier kommt's. Komme ich noch nicht rein? Ich weiß echt sehr auch gar nicht mehr, wie ich die ausbauen kann. Komme ich da von oben rein? Nein. Ich habe den Turm einfach noch nicht ausgebaut. Wie baue ich nochmals hier aus? Ich bin blöd. Ich habe es echt vergessen. Nein, hier will ich nicht hin. Ich will da unten erstmal eine Statue anbringen, die ich gefunden habe. Hier hinab. Dankeschön. Und dann werden wir zu Altairs Rüstung noch gehen und was abgeben. Dann bin ich das zumindest mal fertig. König des Olymps zu nehmen. Okay, gut, da haben wir noch keinen. Sind es nur zwei? Nee, wir brauchen 8 Statuen. Hier ruhen 2 Brüder, einer ruht in der Tiefe, der andere in der Zeit. Okay. Oh Gott. Wo waren die beiden schon wieder? Oh, die 4. Ich weiß es nicht mehr. Oh, die 8. 8 von uns. Sorry. Die beiden, die 8. Und der andere wacht, ohne sich je berühren, behüten uns so gemeinsam. Also haben wir von da drüben eine Statue, oder? Kann ich die erst reintun, wenn ich alle habe? Ne, hier habe ich schon eine. So, der Gott des Zorns und der Stärke genießt die strahlende Schönheit seiner Geliebten und zähmt seinen Zorn mit ihren sanften Berührungen. Okay. Also fehlen uns jetzt noch 7 verdammte Statuen. Hey, Freude. Ich könnte mal schauen. Warte mal, ich habe das da irgendwo. Downloads was nicht. Bilder, genau. Federnglyphen und in der Toskana. Federnglyphen Florenz. Flori, Venezia, Monte. Eins, zwei, drei, vier Federn. Die eine da hinten haben wir schon gesammelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Statuen und da hinten eins. Okay, erst einmal machen wir das. Ich habe jetzt noch 2 Sachen, bevor es weitergeht. Und bin gerade überlegen, ob wir vielleicht einfach mal die Statuen sammeln und schauen, was da rauskommt. Bevor wir mit der Mission weitermachen. Wäre eine Option. So. Dieses Siegel haben wir. So, Siegel Nummer 1. Nein, die Siegel haben wir noch nicht. Die Siegel haben wir auch noch nicht. Diese Siegel haben wir. Und Siegel Nummer 2. Sehr schön. Haben wir zumindest schon mal 2 Siegel. Was den Wert von Mondrigiani auch gleich steigert. Das höre ich doch gerne. So. Ich bin gerade echt wieder immer noch am Rätseln. Wie war das schon mit dem Ausbau von Mondrigiani direkt? Hallo, mein Freund. Also. Ja, ich will die Liste anschauen. Ich möchte nicht wissen, wie kann ich nochmals mit Hirkasse, Kirche, Minen, Bordell, Schneider. Ja, die bauen wir jetzt mal schnell aus, weil da ist, glaube ich, soweit ich weiß, was drinnen. Das holen wir uns nicht dann gleich. Aber ich weiß es gerade eben nicht, wie ich hier ausbauen kann. Das ist gerade die große Frage aller Fragen. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich glaube, das baut sie mit dem Wert von
Modricioni aus, aber ich bin mir nicht mehr grad, ja, ich habe jetzt gerade eben echt keine Ahnung. Nein, ich möchte keine Kampferfahrung sammeln. So, und zwar. Stimmt, ich wollte da oben hin. Weil da oben ist der Glyphe, genau. Ich habe ja das schöne Lichte auf. Gibt's ja zum Glück online. Wo was ist? Bin ich jetzt nicht richtig dran oder was? Jetzt hat. Ja, so. Jetzt hat aber. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht? Okay. Oh, dieses Bild wieder. Wobei das ja nur, wenn sie täuscht, nur einfach ist. So. Ist es nicht Queen Elizabeth? Nee. Wie hat es aber geheißen? Doch, Elizabeth die Erste von England. Edensplitter 2 Apfel. Okay. Na, das ist gut. Da haben wir Napoleon. Napoleon Bonaparte. Wo niemand weiß, warum es seine Hand immer da drin hat. Wer weiß, was da drin versteckt. Ah, den Ehensplitter. Das muss Washington sein, oder? Das können. Ja, George Washington. Bei der Unabhängigkeits. So. Unterzeichnung. Wo wir auch noch hinkommen. George Washington, Vereinigte Staaten. Wieder ein Apfel. Dritter Edenspieler. Dritter Apfelschuh. Darf ich auch bei mir hin rumstehen? 10, 35, 2. Okay, sie laufen irgendwo hin. So. Dann gehen wir doch mal da entlang. Diese Statue haben wir bereits. Das heißt, hier draußen ist noch eine. Und zwar hier irgendwo. Bingo. Dann. Ist da was zum Einsammeln? Und zwar die Feder ist da vorne. Also Schätze will ich jetzt mal einfach sein lassen. Aber zumindest Federn und die Figuren würde ich jetzt mal schnell sammeln. Da haben wir die Feder. Dann. Warte mal einen kurzen Moment. Ist hier noch eine Figur? Und zwar. Hier. Irgendwo sollte die sein. Nicht erschrecken, bin nur ich. Ja, ich weiß. Da oben ist sie. So. Dann haben wir hier außen noch eine Figur. Und zwar hier hinten. Ich glaube, die sieht man hier sogar schon. Ha, bingo. Dann ist da vorne noch eine Feder. Halt, stopp. Da drüben. Oder nicht da drüben. Hier, da oben ist sie. Okay, da drüben komme ich nicht hoch. Da drüben komme ich hoch. Aua. So, von da, vom Modell aus kommen wir hoch.
So. Hallo, hoch. Jetzt weiß ich auch nicht, wie er es macht. Aber er macht's. So, vom Modell aus geht's hier hoch. Irgendwie, wenn es mich nicht täuscht. Dankeschön. Du hast mich nicht enttäuscht. Ah, da oben sind die Schätze. Ja, gut, die Schätze sind mir jetzt mal egal. Und was müssen wir hier hin? So. Und tap. Wie komme ich euch hier nochmal hoch zum Schatz? Wenn ich jetzt schon hier oben bin, dann kann ich den Schatz auch gleich mitnehmen. So, da komme ich hoch. Oder auch nicht. Muss ich außen entlang hoch? Oder kann ich da einfach noch hochklettern? Das könnte ich auch gut sein. Damit ich einfach noch nicht die nötigen Fähigkeiten habe zum Hochklettern. Nee. Ich habe einfach noch nicht die nötigen Fähigkeiten zum Hochklettern. Egal. Wir wollen jetzt hauptsächlich mal die Federn bzw. die Statuen sammeln. Dann haben wir die Seite hier fertig. Dann geht's hier rüber. Und zwar ist hier irgendwo eine Statue noch versteckt. Ah, bingo. Dann ist da drüben noch eine Statue wo versteckt. Einen Moment. Ich muss kurz gucken, das ist in der Kirche drin, genau. Deswegen habe ich mir die Kirche auch wieder freigeschalten. Wie macht der das nur? Oder war das in der Kirche? Ach nee, die Kirche waren zwei Schätze. Upsala. Ich habe doch gewusst, irgendwas war in der Kirche noch. Bloß nicht mehr was. Okay, das waren zwei Schätze, wo in der Kirche sind. Hätte ich mir also noch sparen können, aber nachdem die alle damals so frömmig waren, sollen sie ihre Kirche haben zum Beten. Dann ist nämlich die Statue hier hinten an der Kirche dran. Und tap. Und tap. Genau. So, dann haben wir die Kirche. Kirche. Dann ist hier noch einer. Da unten. Halt, hier entlang, Ezio, mein Freund. Hier ist noch eins. Und die letzte Statue ist da vorne. Und zwar, sorry, mein Freund. Hier oben irgendwo. Na, links oben. Eins weiter rüber. Hier müsste es sein. Genau. Bingo. Dann können wir die jetzt auch hinstellen. Ich weiß ja nicht mehr, was passiert, aber wir haben alle. Mythenschaffer. Falsche Taste. Und dann holen wir uns noch die eine Feder und dann geht's weiter mit der Mission. So. Das ist nur Geld drin. Super. Hätte ich das nochmal gewusst. Hätte ich mir das damit sparen können. Egal. Ich habe gesagt, ich möchte hier alles sammeln. Dann machen wir das halt gleich. Die beiden Federn haben da hinten nochmal Feder. Genau. Da fehlt nur die Feder ganz, ganz hinten. Da freue ich mich echt noch gar nicht drauf, die zu sammeln. Götter. Das Ding muss doch Zeus sein, oder? Hm, ja, Zeus und Athena. Hallo. Poseidon und... Ja, da weiß ich es gerade nicht. Zwei Brüder, einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit.
Hades? Wer war das am Ende der Zeit nochmal? War es nicht Hades? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich glaube, das war Hades am Ende der Zeit. Einer schläft, wenn der andere wacht, ohne es je zu berühren. Hüten uns doch die beiden gemeinsam. Ah, das ist Tag und Nacht, wenn sie täuscht. Der Sonnengott Apollo? Apollo, glaube ich, war der Sonnengott. Das Zorn der Stärke. Die beiden weiß ich bis jetzt nicht da. Ach, steht an Mars und Venus. Haha. Man sollte vielleicht oben lesen. Mars und Venus. Diana und Apollo. Genau, Apollo. Der das Mistzelt über den Himmel zieht. Dann haben wir hier Jupiter und Minerva. Ach ja, stimmt, sind ja die römischen Götter. Jupiter und Minerva. Ich vergaß. Und hier haben wir nicht genau, Neptun und Pluto. Stimmt, ich war jetzt bei den Griechen. Wir haben hier die römischen. Nein, passiert. So, wir investieren nochmal 5000 ungefähr. Mal schauen. Buongiorno. Buongiorno. Ich, ja. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, beeil dich einfach. Oh, okay, gut, wir können sogar ein bisschen mehr investieren. Nicht Kunsthändler. Aber wir könnten die Mine ausbauen und den Brunnen. Wir bauen den Brunnen aus. Und. Oh Gott, ist das schon wieder teuer. Wie viel haben wir noch? 6000. Wir kriegen nur mit 2000. Da wird es ein bisschen eng mit Investitionen für uns. Dann haben wir die Mine noch. Dann haben wir zumindest jetzt alle Gebäude einmal. Buon viaggio. Ja, buon viaggio. 18.000 jetzt sogar schon. Wir holen uns hier die Flori. Und gehen dann nach unten und investieren noch in uns mit den restlichen 5.000. Mal schauen, was wir uns leisten können. Ich wollte eigentlich mehr in den Schmied noch mit investieren, weil wir dann mehr Rabatte kriegen, aber... ja, erstmal alles reparieren. Vielen Dank. Dann die Rüstungen. 10.000, 5.000. Nein, hätte ich nicht reparieren sollen. Egal. Ja, investieren wir da mal rein. Ach komm, da hat jetzt auch noch gute Waffen geben. Altsyrisches Schwert. Aber mit uns 600 kommen wir da eh nicht weit. Wir können uns ja mal über Fässer kaufen. Euer Geld scheint echt zu sein. Ja klar ist unser Geld echt. Denkst du, ich bin ein Faker? Kupferfarben, ne, gefällt mir eigentlich ganz gut. Komm, ist er wieder in Kupfer unterwegs? Wert ist wieder gestiegen. Kommt her, Leute. Ich hab... Die haben wir bereits im Besitz. Besitz, das ist alles viel teurer. Das sieht halt alles unseren Wert steigern vom Montrejourney. Und dadurch können wir mehr Kohle verdienen. Was uns auch wieder zugute kommt. So. Also. Eine Kleinigkeit gibt es hier noch zu sammeln. Bis auf die Schätze, die ich auch mal noch sammeln muss. Stopp. Hier entlang. Und zwar ganz am Ende von dem Ding. Und zwar da hinten. So. Und zwar, ich gehe jetzt hier einmal außen rum. Dann können wir eigentlich auch gleich mal noch in die Mine reinschauen. Sich auch noch was. Hier noch nicht. Die Mine müsst ihr schon mal wieder schauen, wo die war. Ich glaube, die war hinten. Hier. Einmal gibt es hier einen Schatz, den wir uns gleich mal holen. Und die letzte Feder von Montrejourney. Ist halt so ein, ja, blauer Umhang, würde ich sagen. Was man bekommt.
mit einer Feder drauf. Ich finde ihn ganz schick. Und deswegen sammle ich das auch mit ein. Mit etwas Glück kriegt man den noch vor der letzten Mission. So, irgendwo da müsste auch jetzt die Mine sein. In die wir noch reinschauen werden, bevor wir weitermachen. Genau, da ist die Mine. So, nein, ich möchte hier runter. Vielen Dank. Und zwar gibt es in der Mine, wenn es mich nicht täuscht, auch noch etwas. Genau, hier gibt es nochmal Schätze. So. Hier hinüber. Und hier hinüber. Upsala. Und hepp. Und hepp. So. Und ich meine, im Brunnen gibt es auch noch irgendwie sowas. Wenn ich mich nicht täusche, schauen wir mal schnell. Und zwar ist hier irgendwo der Brunnen, da gibt es glaube ich auch noch einen Schatz drin, wenn es sich nicht ganz täuscht. Was macht denn der Schatz da außen? Hatte ich da etwa einen vergessen? Möglich wäre es. So. Und heb die hier. Heb die hier, ich bin zu schee. Irgendwo hier müsste der Schatz sein. Irgendwo hier. Hier. So. Und dann? Steht er einfach hier so draußen rum oder was? Ja? Tatsache. Das ist einfach so ein Schatz. Und ein goldener sogar noch. Jetzt könnten wir uns sogar noch ein besseres Schwert noch schnell kaufen. Schauen wir doch mal schnell noch. Ich glaube, ein besseres Schwert wäre nicht ganz verkehrt. Irgendwie reimt sich das alles gerade ein bisschen. Jo. Da sind wir wieder zurück. In der Heimat. Dann würde ich sagen... Schauen wir nach am Schwert. Wir werden noch die Federn schnell abgeben. In den Brunnen reinschauen, weil ich meine, da ist auch noch etwas drin. Und dann werden wir weitergehen. Waffen. Ja, der Schutz ist schlecht. Das wäre halt recht gut. Hammerbini ist jetzt meins. Na komm, holen wir uns das mal. Okay, jetzt werden wir eh schnell hoch. Und das andere Schwert auswählen. Ja, Modrichonis Wert steigt. Dementsprechend verdienen wir auch mehr. Das ist halt der einzige Vorteil daran. Warum man eigentlich auch immer Modrichoni mit ausbaut. Sammelgegenstände holt, Bilder holt und. Weil einfach der Wert auch mitsteigt. Dementsprechend verdienen wir auch wieder mehr. Und wieder um 30 gestiegen. Und davon kriegen wir jetzt 10%, 10%, ich weiß gar nicht mehr. Hier bin ich falsch, ich wollte in die Waffenkammer. So, da. Jo, das fehlt uns noch. Da haben wir unser Lederharnisch. Schwerter, da wollte ich hin. Ja, ist mir fast lieber. Was habe ich hier denn noch? Oh. Wobei, das hat aber auch wieder Schutz weniger 1. Uninteressant. Okay.
die Ausgaben für Schwerter haben jetzt nichts gebracht, außer damit der Wert gestiegen ist. Und hier müsste auch noch etwas sein. Wenn es mich nicht ganz täuscht. So. Genau. In den Brunnen kann man rein. Da ist noch wieder nur zwei Schätze, aber egal. Au. Ja, hier runter. Ich würde sagen, der Brunnen bringt nicht mehr viel. Der hat immer viel Wasser drin, aber gut. Als Versteck tut das anscheinend noch. So, lass jetzt mal schauen. Ach. Wie blind kann man sein, damit man es oben zum Klettern übersieht? Und nein, ich brauche keine Antwort darauf. Ich weiß, ich bin blind. Und tap. Warte mal, ich muss das Bild. So, damit ich sehe, ob der Stream noch gut läuft. So. Dann komme ich hier hin. Kann ich hier entlang. Hier hin. Da hinüber. Gut. Und wir haben unsere Schätze. Naja, ist jetzt nicht so viel, aber es bringt zum Beispiel etwas Geld rein in die Kassen. Und tap. Und auf nach oben. Hier kommen wieder raus. So. Dann haben wir den hier auch fertig. Läuft doch. Wollen wir die 600 gleich wieder ausgeben? Nee, wir sparen jetzt nicht. Wobei, wir könnten uns das eine Bild organisieren. Der Wert wird wieder steigen. Und wir werden pleite. Hallo? Ja, ist schön, damit ihr zwei neue Künstler habt. Wir haben jetzt genau noch so viel, um in die nächste Mission reinzukommen. Aber wir werden reiten, weil das billiger ist. So. Gut, haben Monterey Johnny auch wieder ein bisschen ausgebaut. Und alles eingesammelt, was ging. Bis auf die Schätze halt. Ich weiß nicht, ob ich offline mal die Schätze sammeln soll oder nicht. Das ist halt noch so die Frage. Ich könnte mir vorstellen, wie ich vielleicht offline mal Monterey Johnny abklapper und vielleicht auch mal durch Florenz gehe und die Schätze alle einsammle. Muss man ja nicht immer dabei sein. Unbedingt. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Aussichtspunkt hier. Das ist viel zu dunkel hier alles. Ja, in die Toskana rein, bitte. Dankeschön. Und da hinten ist der Aussichtspunkt. Wir haben hier drei Missionen plus ein Assassinengrab. Und ich würde sagen, wir holen uns erstmal überhaupt einen Aussichtspunkt.